Ich finde ja, dass das Leatherman-Signal ein Klumpert ist, wie man in Österreich sagt. Ob das wirklich wahr ist, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du wieder dabei bist. Da ist es nun, Signal von Leatherman. Und dieses Multitool, man kann ja grundsätzlich darüber diskutieren, ob Multitools sinnvoll sind oder nicht. Das ist meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen klumpert, beziehungsweise nicht das, was ich mir als Reini Rossmann zum Beispiel vorstelle. Warum das so ist, schauen wir uns gleich an. Beginnen wir gleich einmal bei der Klinge. Und die Klinge, die hat hier einen partiellen Wellenschliff, also so rated, wie man das in Fachchinesisch sagt. Und es geht mir einfach am Wecker, mir zumindest. Wenn du das anders siehst, ist das überhaupt kein Thema. Und ich sage jetzt auch nicht, dass du das nicht kaufen sollst und oder sonst irgendwas. Aber ich finde das einfach nicht lustig, weil ich kann damit nicht fein schnitzen. Und das ist das, was ich am meistens tue. Wenn man jemand ist, der die ganze Zeile schneidet oder Gurte schneidet, dann mag das in Ordnung sein. Aber ich finde es ganz einfach unangenehm. Die Säge ist in Ordnung. Die ist wirklich sehr, sehr fein. Die ist auch sehr schnittig. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Hinten angeschliffen zur Feuerstahlbedienung oder nicht bearbeitet und das ist einmal ganz fein. Gut, dann ein Gürtelclip bzw. ein Hosentaschenclip, damit man das Ganze gut verstauen kann. Das finde ich einmal ganz nett. Dann, es gibt hier einen kleinen Schnapperl, wie man in Österreich sagt, also einen Verschluss, den kann man nach oben drücken bzw. nach unten und dann geht die Zange auf. Die Zange hat einen Vorteil, wenn man das so sehen mag, und zwar der Seitenschneider, ja, dieser Drahtschneider, der ist auswechselbar, wenn man das braucht. Insgesamt sehr leichtgängig, auch insgesamt sehr leicht in der Art und Weise, wie es aufgeht. Aber das ändert nichts daran, dass das mit dem Messer einfach erklumpert ist. Und das macht das Tool für mich auch nur bedingt brauchbar. Liegt gut in der Hand, schön verarbeitet, da gibt es überhaupt nichts zum Meckern, finde das nett. Was es jetzt auch gibt, natürlich, da drinnen haben wir, wenn ich es rauskriege, einen Dosenöffner, an eine Ahle. Ja, eine Ahle, einen Dosenöffner und diesen obligaten, ja fast schon immer im Einsatz befindlichen Bithalter bei Leatherman in der kleinen Variante. Ja, das ist ja mal ganz, ganz nett. Dann geht es weiter. Wenn wir jetzt schon nach innen gehen, da gibt es so einen kleinen Hebel, den man bedienen kann. Dann kann man sich den Feuerstahl herausarbeiten, der hier eingebaut ist. Ja, das heißt, ja, das ist auch eine ganz nette Idee und ein Pfeifferl. Vielleicht heißt er deswegen Signal, ich weiß es nicht. Das Ganze ist wieder, so legt man so rein, dann geht dieser Hebel wieder drüber und dann ist die Sache wieder erledigt. Und auf der anderen Seite hier gibt es die Möglichkeit, einen Diamantschärfer runterzunehmen. Ja, da muss man da hinten aufmachen, dann kann man den Diamantschärfer rausgehen und dann könnte man das Messer wieder nachschärfen. Und Also ich bin ja ein Freund von Multifunktionalität und vielleicht siehst du das jetzt anders und findest dieses Tool voll super und dann ist das, seid ihr unbenommen, aber das taugt mir einfach nicht, weil diese Werkzeuge nicht so brauchbar sind, nämlich von der Ausführung her. Erstens einmal, noch einmal, das mit der Klinge nervt mich, ja, das nervt mich und dieser Diamantschärfer, der hat keinen Biss, das macht mich einfach wahnsinnig. Dann hier hinten gibt es diese Hammerfunktionalität, das heißt, man könnte hier hämmern, deswegen auch den Verschluss, den man ziehen kann, damit das ganze Teil nicht aufgeht beim Hämmern. Soll so sein, ist in Ordnung und da glaube ich, da ist noch einmal ein Sechskant, einmal in klein und einmal in einer größeren Variante zur Verfügung. Ich glaube, ich habe jetzt alle Funktionalitäten durch. Wenn ich was vergessen habe, tut es mir leid, schreibt es mir als Kommentar unten dazu. Ja, da hat man noch, glaube ich, einen Flaschenöffner und den Karabiner kann man noch einhängen. Aber alles in allem, ja, finde ich, dass Leatherman mit diesem Tool hier, genau mit diesem Tool hier, eine Chance vertan hat. Und zwar erstens mit dem Messer, ich glaube, ich habe schon 10-mal gesagt, also so am Nerv geht mir das, weil für ein Outdoor-Messer ist das einfach nicht wohl überlegt. Das ist das, was mir am Nerv geht. Und was mir auch ein bisschen am Nerv geht, das ist eben dieser Schärfteil hier. Ja? Das kann man jetzt sehen wie Million, kann man sagen, du bist überkritisch und die konnten das nicht anders tun und soll so sein. Aber das sind die Dinge, die mich ganz einfach nerven und deswegen ist das Tool auch nichts, was ich wirklich hundertprozentig empfehlen kann, besonders auch für den Preis. Link zu dem Produkt findest du unten, schau dir das an. Also wenn dich das interessiert, soweit so gut. Von der Verarbeitung hier alles in Ordnung. Wie siehst du das? Ja?
Ja, wie siehst du das? Bist du auch der Meinung, dass dieses Signal verbaut ist mit durch diese zwei Dinge, die ich da jetzt besprochen habe, oder bin ich zu kritisch? Wie siehst du das? Schreib mal bitte einen Kommentar, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Und wie gesagt, du kannst das auch anders sehen, es ist ja kein persönlicher Angriff, ja, nur weil ich das nicht mag, was du vielleicht magst. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen, Daumen nach oben mag ich dich bitten, Link zum Produkt findest du unten. Deiner René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Bis bald. Ciao.